Sephiroth, ich frage mich, in welche Richtung er gegangen ist. Uff. Da fing's schon an mit dem Uff. Nicht Spaß. Hey, alles in Ordnung? Sephiroth sagte Richtung Norden, über die Schneefelder. Das war hier, ne? Nein, 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 da unten Kiste. Oh, da ging's wohl nicht zur Kiste. Nein! Cloud! Tun sie weh. Also gibt's einen Fausthagel und alles Mögliche. Na, Dark, wie geht's? Ach ja, man muss ja so und dann... Ah, und dann so hier rum. Für mich war das Spiel ja immer nach dem nach CD1 vorbei. Aber mittlerweile glaube ich sogar, dass sie wahrscheinlich noch 3 Teile bringen vielleicht. Ich dachte ja zuerst so, das werden jetzt Teile, aber wenn ich bedenke, wie viel es bis zu diesem Timeskip, sagen wir mal so, es wird ein kleines Timeskip geben, der ist wirklich minimal. Aber es ist noch genug Stoff für halt 2 Teile. Was zum Geier ist das?
das denn für welche? Los, Feuerball! Bin ich jetzt langsam, weil nichts passiert ist? Weiter. Kommt da die neue Xbox raus oder? Warum sind die Hasen so stark? Was machen die denn dafür? Alter. Ja, der ist wahrscheinlich derjenige mit dem wiederbelebenden Dolch. Ich hoffe ja, dass die PlayStation 5 am 19. pünktlich kommt. Und würde mich auch freuen, wenn sie früher kommen würde. Aber das...
Vielleicht ein paar Tage früher, wer weiß. Vielleicht hab ich Glück, vielleicht auch nicht. So. Ich mag diesen Ort. Der ist so schön gechillt. Und hier erfährt man auch sehr viel Hintergrundinformation. Du sorgst für Plan B? Wach auf, wir haben einen Kunden. Oh, willkommen, schön, dass du gekommen bist. Organics. Es wird Zeit, dass die alle Materia mal... Blitz. Geben wir den auch einen Kopfwand. Ich habe auch nur für die drei gekauft, weil ich die drei nutze. Warte mal, die sind stärker, aber haben keine Materia-Slots. Sirius ist mit Game Pass. Sieht ja auch gut an. Aber ich werde auf jeden Fall keine Xbox-Konsole mehr kaufen. Ich sehe den Sinn dahinter nicht mehr. Meine letzte Xbox war ja die 360 und ja, das war für mich eine Enttäuschung und außerdem sammle ich eher lieber Trophäen als Achievements. Ah, okay. So. Mein Mann zog vor 20 Jahren los und ist noch nicht zurück. Er müsste jetzt am Fuße der Geas-Klippen sein. Die sind auf der Karte markiert. Was? Hat sie gerade verdoppelt die ganze Zeit? Schau, dann nimm die Karte mit! Ja klar, hier, zack! Weg damit! Ohne die bin ich aufgeschmissen. Es ist fast unmöglich, die Nordgrenze ohne Karte zu erreichen. Falls du da hin willst, nimmst du besser die Karte an der Wand mit. Eine Frechheit, du hast sie schon abgerissen! Ja klar! Nützlich und so. Loot. Alles für den Loot. Alles für den Club.
Das stimmt. Ah, die PS Plus, also die PlayStation macht es ja fast schon ähnlich mit PS Plus. Was die da, ich glaube, zu Release der PS5. Ah, da sind so viele PlayStation 4 Titel im PS Plus sozusagen enthalten. Ich weiß nicht, ob man da noch was extra braucht. Nein! Da stand was mit PS Plus. Hast du das nicht gesehen? Ich will nur wissen, was das damit auf sich hat. Weil das war das nicht das normale PS Plus scheinbar. Ach, PS Now ist jetzt bei PS Plus drin. Das heißt, ich bezahle PS Plus und habe dann PS Now automatisch. Das ist aber trotzdem so wie PS Plus. Also bezahlt man nur einmal. Nice, dann habe ich jetzt PS Now, könnte man sagen, wenn die PS5 kommt. Aber es bleibt dann trotzdem PS Plus. Wahrscheinlich endet der Name Now sich dann, oder? Obwohl, nee, nicht wirklich. Keine Ahnung, was sie da veranstalten. Oder PS Plus wird teurer. Das wäre dann aber auch nicht so gut. Puh, was ist das? Geh nicht zu nah ran, sonst verbrennst du dich. Ja, komm, übernachten. War noch mal das Haus mit der interessanten Technik? Was das mit dem Hund? Nein. Hier. Video abspielen, ja. Der Beginn. Können mir auch vorstellen, dass der Name von PS Plus und PS Now sich generell dann ändert, weil das dann, wenn dann alles in einem ist, dass sich das dann wirklich anders nennt. Kamera bereit? Nun, im Fall nach, erzähl uns von den Zebra. Ach so. Siehst du, meine ich doch. Ich habe das dann doch richtig verstanden. Also doch kein PS Now. Ah, egal. 20. Und das sind dann PS4-Spiele, ne? Die könnte ich nämlich dann auf eine Festplatte schmeißen. Habe ich zwar nicht den Vorteil von der PS5, aber immer noch besser als auf meiner PlayStation. Vor 2000 Jahren nahmen unsere Vorfahren, die Zetra, die Strahlen des Planeten. Die Zetra am Knowles Pole fanden die Planetenwunde er als erste. Sag ihm, Fallner, wo liegt Knowles Pole? Die Gegend hier nannte man Knowles Pole. Die Zetra lassen dann den Planeten. Was? Im Fallner, was ist überhaupt Planetenlesen? Das ist schwer zu erklären, so eine Art Konversation mit dem Planeten. Er sagte, es sei was vom Himmel gefallen,
dass eine enorme Endschlachtstelle verursacht habe. 1000 Cetra wollten gemeinsam den Planeten heilen, aber die Wunde war so tief, dass er sich über die Jahre nur selbst heilen konnte. Hat das alte Volk, ich meine die Cetra, spezielle Kräfte, mit denen sie den Planeten heilen? Nein, das ist keine spezielle Kraft. Die Lebenskraft aller Lebewesen auf diesem Planeten wird zu dieser Energie. Die Cetra bauten das Land an, um die lebenswichtige Energie zu erhalten. Sogar hier. So nah bei der Nordhöhle schmilzt der Schnee nie. Liegt das daran, dass hier die Energie des Planeten für seine Heilung konzentriert wurde? Ja, die Energie zur Heilung des Planeten verdorrte erst das Land und dann den ganzen Planeten. Der Planet wollte, dass die Cetra Nolus Pole verlässt, aber... Ifalna, lass uns eine Pause machen. Es geht schon. Gerade als die Cetra das geliebte Land verlassen wollten. Dann erschien etwas. Es sah aus wie unsere toten Mütter und unsere toten Brüder. Sie zeigten uns Geister aus ihrer Vergangenheit. Wer ist die Person, die bei der Nordhöhle auftauchte? Kamea, der den Planeten verletzte, hatte, auch Krise des Himmels genannt. Erst war er freundlich, dann täuschte er sie und infizierte sie. Die Cetra wurden vom Virus befallen, wurden verrückt und wurden zu Monstern. Danach tat er dasselbe mit anderen Cetra-Clans. Er infizierte diese auch mit dem Virus. Du siehst müde aus. Schluss für heute. Das ist alles nur optional, ne? Die Weapon. Ifalna, weißt du was über die sogenannten Weapon? Ja, Professor. Jene, die du anfangs für eine Cetra hielst, hieß Genova. Sie ist die Krise des Himmels. Der Planet wusste, dass er die Krise des Himmels zerstören musste. Denn solange sie lebt, kann der Planet nicht komplett heilen. Weapon war eine Waffe, die der Planet selbst schuf? Ja, aber es gibt keine Indizien, dass Weapons eingesetzt wurden. Ein paar überlebende Cetra schlugen Genova und sperrten sie ein. Der Planet schuf Weapons, doch sie wurden nicht eingesetzt. Das bedeutet, Weapons gibt's auf dem Planeten nicht mehr? Die Weapons sind nicht zu deaktivieren, sie ruhen irgendwo. Obwohl Genova gefangen ist, kann sie wieder erwachen irgendwann. Der Planet ist noch nicht völlig geheilt, er behält sie im Auge. Wo ist Weapon? Ich weiß nicht. Ich kann die Stimme des Planeten nicht gut verstehen. Die Zeiten haben sich geändert. Der Planet beobachtet diese Lage sicher genau. Danke, Ifalna. Das genügt für heute. Wo kamen eigentlich die Weapons zuerst? Also wo tauchten sie zuerst auf? War das hier in Final Fantasy VII? Obwohl... Omega existierte ja schon im ersten Teil, aber er hieß nur Omega, nicht Weapon, also nicht Omega Weapon. Die Weapons sind ja auch schon ein großer Teil von Final Fantasy, immer der spezielle Boss, den man besiegen muss. Oder besiegen kann, wenn man sich das zutraut. Guck mal an. Da passiert. Professor, ach, Schatz. Ich will es aufzeichnen, aber der Rekorder funktioniert nicht richtig. Was nimmst du denn auf? Habe ich etwas noch nicht erzählt? Nein, nicht das. Ich möchte meine Tochter aufnehmen. Wenn sie schläft, sieht sie wie ein Engel aus. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden was jetzt sagt, ne? Erst denken wir uns einen Namen aus, das Video kommt später.
Ich habe schon entschieden, es ist ein Mädchen, heißt sie Eris. 100 pro. Du bist so ein Ego, aber Eris ist doch ein schöner Name. Ein schöner Name, nicht schlecht für einen Schusselkopf. Okay, oh, der Videofilm. Das heißt, der Professor dort ist der Vater von Eris. Das sind auch sehr interessante Infos. Schon wieder Video? Hast du doch schon. Bitte sag das nicht so. Es ist unsere liebe Tochter, deine und meine. Willst du ihre Kindheit nicht im Video festhalten? Wenn du sie weiter verwöhnst, wird sie nicht stark. Eris ist anders als die anderen Kinder. Welche Gefahren wohl auf sie warten? Sag das nie wieder. Ich werde dich und Eris beschützen. Komme, was wolle. Eris und du seid das Wichtigste für mich. Ich werde euch nie verlassen. Liebling, jetzt geht's mir schon besser. Wenn ich dich nicht getroffen hätte, ich... Er könnte das schon... Ich war gerade dabei... Verflixt! Wer stört uns zu dieser Stunde? Ich schick sie weg. Ja, sofort. Das ist seltsam. Ich finde es irgendwie schade, dass man das erst jetzt sieht. Ich fände es schön, wenn Eris das sehen könnte. Aber kann sie leider nicht mehr. Sie sind's. Hehehe, ich habe dich gesucht, die Fallner. Oder sollte ich Cetra sagen? Lange nicht gesehen, Professor Gast. Ho, Joe, woher wusstest du? Es war schwer, sie zu finden. 2 Jahre habe ich auf das Versuchsobjekt gewartet. Ein neues Versuchsobjekt? Meinst du Eris? Eris, ein hübscher Name. Das war's, ich trenne mich von Shinra. Ho, Joe, bitte geh. Bitte, Eris hat nichts damit zu tun. Ihr wollt doch nur mich. Fallner, ich brauche euch alle für mein Experiment. Das kapieren Sie, Professor, oder? Ihr könnt die Zukunft des Planeten ändern. Schon gut, Fallner, ich bereinige das. Immer ruhig, dass bloß mein Versuchsobjekt nichts passiert. Was für eine komische Kamera. Wache, zerstör sie! Sei vorsichtig, hihihi. Was tun Sie, Professor? Fallner, bring Eris schnell weg. Ah, Liebling. Ja, vergesst das Kind nicht. Video ist alte Folge. Hehe, eine Fundgrube. Danke, Professor. Hihihi. Ja. Professor Gast ist nicht mehr. Wurde abgeknallt. Was ist denn das für ein Bett?